Leider ist auch hier in Münster der Protest sehr schwach. Wenn wir zum Beispiel auch zurückblicken auf den Aktionstag am 29. September, Umverteilen, da waren mal gerade 40.000 Menschen in der ganzen Bundesrepublik an verschiedenen dezentralen Orten auf der Straße. Das ist leider zu wenig, um tatsächlich den Kapitalismus oder die Säulen des Kapitalismus zum Wanken zu bringen, irgendwo an diesem System eine Umkehr zu erwirken. Aber wir müssen aufstehen und entsprechend auch in unserem Umfeld, und unserem Arbeitsplatz oder wie auch immer an der Uni, in der Schule mobilisieren und ja, aufstehen und wach sein. Heute werden in zahlreichen Orten wieder viele Menschen auf die Straße gehen und ihre Solidarität bekunden. Doch es ist halt entsprechend zu wenig. Wir müssen, Freundinnen und ja, ich muss mal auf meinen Text gucken, dass ich nichts vergesse, nicht zwischendurch frei rede. Aber wie auch immer, ich wollte dann entsprechend ein Marx-Zitat einbringen. Und zwar, wir müssen aufstehen gegen die alltäglichen Gewalttaten des Kapitals. So hat Marx mal halt die Auswirkungen des Kapitalismus formuliert. Und wir auch, wie zum Beispiel gerade von Timo ausgeführt, werden auch in Münster entsprechend diese Gewalttaten zu spüren bekommen, wenn die soziokulturelle Infrastruktur zusammenbricht, wenn in halt den sozialen und ökologischen Initiativen die Gelder gestrichen werden. Und in den kommenden Jahren bis 2015 sollen diese Kürzungen, die jetzt gerade im Rat vorliegen, halt entsprechend durchgesetzt werden. Wenn dies dem so ist, dann wird das soziale Netz und das Initiativennetz in Münster noch weiter zerbröckeln und es wird dementsprechend halt an Infrastruktur verloren gehen. Zum Thema Streik. Ich bin auch gespannt, wie die Berichterstattungen jetzt über den Äther gehen, was halt in Südeuropa gerade bei den Generalstreiks passiert. Ich habe vorhin beim Café Floyd einen Kaffee geholt und über NTV schon lesen können, in Lissabon kam es zu Ausschreitungen. Hoffen wir, dass die entsprechenden Polizeikräfte oder Machtkräfte der Staaten sich ein wenig an Deeskalation orientieren und es nicht zu starken Ausschreitungen kommt. Wir solidarisieren uns mit den Streikenden und hoffen, dass entsprechend nicht bürgerkriegsähnliche Verhältnisse die Straßen von Madrid, Lissabon oder Athen heimsuchen. Wir fordern für die Streikenden ihr Recht auf den politischen Streik. Hoch lebe die internationale Solidarität.